Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Ein neues Video von Ronson mit der lieben Katharina Amalia. Und wir sind natürlich auch am Start und gucken uns das an. Es war 14.28 Uhr, weil ich habe ja nichts zu tun im Leben. Aber ich habe mir gerade den neuen Film Furiosa hier im IMAX-Saal angeguckt bei UCI. Und es war sehr, sehr geil. Und jetzt, Leute, geht's weiter mit der Arbeit. Ich hole jetzt die heiße Amalia ab und wir gehen Eis essen, weil schaut euch mal das Wetter an. Guck mal, wir machen dich jetzt bekannt, Gorka. Ja. Was sagst du zu meiner Community? Deine Community, beste in der Welt. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Wir machen jetzt kurz einen Zwischenstopp hier, weil mir ist ein kleiner Termin noch dazwischen gekommen. Oh ja, damit kann ich mir gut gehen lassen, ja. Geschäftstermin ist over, jetzt geht's weiter zum nächsten Geschäftstermin. Wir drücken nochmal eins zusammen. Ja. Drehst dann, drückst du auf. Ja, ich drück drauf. Super. Super. Danke. Schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao. Also, dass seriöse Menschen mit mir Fotos machen, das zeigt doch alles, oder? Lässt die dann. Ey, ihr habt doch alles geschafft. Michaela. Von wem war Michaela Schäfer der Crush früher? Ich im Dschungelcamp hat so auf sie gegeiert. Wie geht's denn dir heute? Mir geht's sehr gut, wenn ich nicht. Ja, wenn sie irgendwo war, so die ist, wo war sie? Keine Ahnung, wo sie war. Als ich so 14 war? Null? Okay. Als ich so 14 war und die war da immer, ich war mit meiner Mama, hab so irgendwas geguckt, so Dschungelcamp oder so, und dann war sie da immer halb nackt. Wie geht's dir? Ja, ich muss sagen, es war ein anstrengender Tag heute, ja. Mhm. Weil du mich gestern so abgeführt hast. Irgendwie werde ich irgendwie nicht jünger. Nee. Ich stehe trotzdem auf dich. Alles gut. Ja? Mhm. Sehe ich aber nicht kaputt aus oder so? Oder nee, ich finde, du siehst top aus. Also das ist jetzt auch dann Geschäftsessen. Ich dachte, das ist ein Date. Geschäftsdate. Was Neues. Und ich habe heute Abend noch sowas wie ein Date und da wollte ich schnell irgendwie 8 Kilo abnehmen. Ich bin nervös. Ja, wieso denn? Weil ich ein gutes Date habe. Das ist doch schön. Ja, wenn es dir gefällt. Mir gefällt's. Ich habe noch nie so ein schönes Date. Hey, der haut sich ein Bier rein. Ich dachte, wir gehen Eis essen. Schlucken kannst. Aber ich auch. Gestern haben wir was getrunken. Mhm. War gut. Ja. Aber heute, zähle ich richtig auf dich, ja. Ja, kannst du mich abfüllen. Siehst du, wie ich schlucke? Mhm. Bist du mit vielen Damen und verkehrst du da vorne da heute sprachlos? Ich weiß nicht, du bist... Digga, was haben sie gemacht letzte Nacht? Mit Dings, mit viel Alkohol oder was? Gestern hast du dich abgefüllt. So besonders. Ja? Ja. Ja, Heiratsantrag und so, ne? Da war ja was. Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, viele Träume von vielen Männern werden dann zerstört, oder? Von vielen Männern, ja, oder von vielen Frauen. Ja, beides. Eigentlich können wir das gar nicht bringen, oder? Wir würden so viele Männer ins Eis gelenkt. Ja, oder wir gucken, dass wir das so offen lassen, so eine offene Beziehung. Würdest du mich teilen? Eigentlich nicht, aber wenn du schon so fragst. Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Nee, da wäre ich auch gar nicht der Typ dafür. Nee? Oder? Nee. So voll monogam und so ist der Ron in einer Beziehung? Ja. Ich möchte so ein Foto mit so voll Brüsten in meinem Gesicht und so nicen Ärschen und so. Ja? Ja. Kriegen wir bestimmt. Ja? Ja. Sehr gut, ich freue mich. Ich schwitze sogar zwischen meinen Brüsten. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Das ist hier so heiß neben mir, oder? Ist sehr heiß neben mir, ja. Mhm. Ich brauche eine Serviette so dazwischen oder so. Was denn? Ach so. Mensch. Soll ich mal abtupfen so ein bisschen? Muss aber drunter gehen dann. Ja. Ja. Besser? Ist besser, ja. Behältst du die jetzt oder was? Ja, die nehme ich mit. Ja, okay. Wer würde die auch mitnehmen? Chat 1? Freund hat geantwortet. Ja. Ronson, ich liebe dich. Du bist der allergeilste. Du bist die allergeilste Sau auf der ganzen Welt. Bitte adoptier mich und dann lass mich dein Praktikant werden. Tim, mein Lieber, willst du deine Ausbildung abbrechen und mein Praktikant werden? Kannst du mir meine Olive aufspießen und mich damit füttern? Das mache ich sehr gerne. Ja. Schmeckt gut? Super. Ja? Ja, wirklich sehr gut. Wann drehen wir das um? Wann schiebst du mir was in den Mund? Heute Abend. Aber keine also Oliven dann beim, oder? Beim Essen. Auch Oliven? Vielleicht was anderes. Ja, vielleicht zwei Oliven. Auf einmal dann. Weil ich muss dann gucken, wo ich halt den Sack Oliven herbekomme. Aber ich glaube, ich habe da einen dabei. Ja, ich habe da einen dabei. Also Leute, ich bin hier jetzt gerade im Business Lunch.
Sieht sehr, sehr gut aus mal wieder. Alles optimal. Guten Appetit. Kannst du mir so ein bisschen Lachs vorkauen? Vorkauen? Ja. Gern. Mann, Digga, da haben sich, ich höre, da haben sich wirklich zwei gefunden, ne? Ja. Da möchte ich es besser verdauen. Das übertreibt der jetzt niemals. Ganz höre, Mann. Gut, der Lachs. Mann, ich hätte gerne gesehen, wie es so reinspuckt. Aber es, das hat, ich kenne Ron, ja, hat er. Stellst du dir den das Abend nicht drin vor? Den Abend? So detailliert wie möglich. Was wären so deine Wünsche? Ich hatte jetzt gesagt, wir gehen jetzt essen. Oder gucken wir einen Film. Nein. Achtung. Du, ich, ganz viel Alkohol. Ja, dann wolltest du mir doch deinen Olivensack zeigen. Oder ja. Ich wollte ihn probieren. Willst du den Olivensaft? Der ist ja im Sack dann drin, oder? Da muss ich mich ja drum kümmern, dass der Saft zum Vorschein kommt. Nö, hab ich mir auch so vorgestellt. Gehen wir eigentlich nachher noch mal kurz meine Hose wechseln, wie gestern? Ist die schmutzig, deine Hose? Nee, aber ich brauch halt eine lange Hose. Okay, ja. Machen wir wie gestern. Ich schwöre, wäre ich Ron, ich hätte 100% gerade einen Streifen. Wie kann man da keinen Streifen haben? Ja. War ich schon mal jemand... Allein wegen dieser Anspannung, diese, worüber man die ganze Zeit redet und so. Deiner Frau hinein, oder? Du? Ja, niemals. Nur alleine, immer alleine. Erstes Mal jetzt... Ich würde sie übertreiben. Mal. Du hast einen Demon erschaffen. Ja. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du Instagram machst, weil du hast sehr schöne Augen. Siehst du? Ja, das stimmt. Ja, dann glaube ich dir. Ja, danke. Auch wenn du Zeugen hast und wenn das bestätigt, das muss ja dann stimmen. Ja. Ich würde sagen, gleich gehen wir ein Eis essen, mhm. Oder? Bei dem Wetter. Mhm. Weil es ja auch ziemlich heiß die ganze Zeit. Ja, mir ist sehr heiß. Eis am Stiel, oder? Durch Deutsche. Ja, leckst du gerne Eis? Mhm. Zeige ich dir dann. Okay. Wo ist das Eis? Deine Hand da hast, kannst du gerne weiter. Ja, wohin? Die, ja, genau, so die Richtung. Weiter hoch? Ja, Bruder. Wo geht eigentlich? Mein Eindruck zu Ron, der ist ja jetzt gerade auf Toilette. Sehr bodenständig, sehr ruhiger Typ und irgendwie von meinen Seelenverwandter. Also irgendwie passt das sehr gut. So, der Ron ist jetzt dahin. Ich bereite mich jetzt vor auf unser Eisessen, damit das auch schön aussieht für ihn. Und packen wir mal den Lippenstift drauf. Mhm. Guck mal, ich mach mich schön für dich. Wie findest du das? Ah, das sieht sehr gut aus. Ja? Ja. Jetzt sieht's so juicy aus, ne? Sieht hier. Wirklich süß aus. Mhm. Schmeckt auch süß, ja? Glaube ich. Ja. Hey, doch um, okay, komm schon. Hey Michaela, wie geht's dir? Alles gut? Na, alles ist bestens. Ja, ja. Amalia, Michaela. Wow, freut hallo. Mich. Du hast mich Michaela! Hast mit einer Frau gesehen? Außer jetzt Amalia? Nee. Da habe ich mir noch extra was angezogen, damit du auch mal raufguckst. Ja, aber das sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ach so, jetzt gehen wir. Nein, das war's schon. Och, Mann. Sie war Loki früher mein Crush, Mann. Von deutsche Reality TV so. Sie, na okay, aber viel, du wisst ihr, wer viel krasser war mein Crush? Gina Lisa Lofing. Mann, Chat, ich bin nicht 5 und krieg Steifen hiervon. Was für steh auf, Mann, hä? Dumm, Digga. Bei jedem Scheiß schreibt die rein, steht auf. Dings. Fatal. Nein, Junge, da war ich 8 oder so. Sie, Daniela Katzenberger. Heutzutage sage ich auch nein. Mit tätowierten Augenbrauen und so. Bruder, früher, ich habe Titten gesehen, ich dachte, geil. Wen gibt's noch von Deutschland? Kim Gloss. Kim Gloss bei DSDS. Die war hübsch. Die war hübsch. Irgendwann nicht mehr. Ja, okay, Silvi und Heidi eh. Nein, Silvi. Das Krankste von allen. Kennst du das Video? Ja, von Gina, natürlich. Diese eine von DSDS, die mir geschrieben hat. Albanerin. Ich weiß nicht, wie die heißt. Anita? Latifi? Lena Gerke. Hab noch eine. Wow, die Entdeckerzone. Achtung. Nina Mogadam. Früher gab's nichts, Mann. Hier, sie hat mir erklärt, wie ich mir ein scheiß eine Kartoffelbrotdose baue. Was denn? Früher gab's keine Mädels. Hab noch eine. Gülcan von Viva. Guckt's euch an. So sah die damals aus.
Das war einfach der Shit. Ist so. Es gab nichts. Paulina Roginski, kenn ich ja. Colleen Fernandez auch, ja, die war auch bei Viva. Es gibt noch eine Fernandez. Es gibt noch eine Fernandez, die hat so ein bisschen Locken. Fernanda Brandao, oh mein Gott. Fernanda Brandao. Hä? Das ist die heute? Mann, Digga, ich dachte, ich habe jetzt ein Brett rausgekloppt. Aber die war früher. Silvi, heute, nach wie vor, immer noch schönste Frau der Welt. Alter Schäde. Ein Engel. Ja, später gab es halt immer mehr durch Serien. Aber früher bei uns, Bruder, da gab es Nina Mogadam, Gülcan und Colleen Fernandez. Und ab und zu ist dann da so Michaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfing und Daniela Katzenberger. Guck mal hier jetzt, wie die aussahen. Katzenberger mit gemachte Dings, Augenbrauen und so. Aber die hatte große Titten. Was denn? Da, hab mich beeindruckt mit 10, hab mich abgeholt. Und die hat lustig geredet. Gina war mein absoluter Crush all time. Ich will gar nicht wissen, wie die jetzt aussehen. Alter Schwede. Holy. Das war sie damals? Das war's? Alter. Man denkt, sie würde von irgendeine giftige Mücke in Thailand gestochen oder so. Alles ist angeschwollen. Ich suche gerade ein Bild, wo ungefähr so ihre Prime war. Irgendwie sehe ich keine Prime. Ich glaube, das hier war so Prime. Warte, ich hatte gerade ein Bild. Ich glaube, das war ihre Prime so ungefähr. Das war ihre Prime? Das ist schon enttäuschend. Okay. Was magst du haben? Ein oder zwei Kugeln? Was Sahniges. Ja? Ja. Fixer! Eine Kugel Walnuss, eine Erdbeer bitte in einer Waffel. Ich nehme einmal Mango bitte. Haselnuss finde ich underrated. Ich bin kein Fan von Mango. Mango-Eis, Mango-Saft, Mango-Maracuja, Mango-Normal in Thailand essen war lecker, aber es war mir zu anstrengend. Aber allgemein so Sachen mit Mango-Geschmack fühle ich nicht. Soll ich deins lecken, du meinst, oder was? Ja, machen wir gleich. Sarah Engels, ausgedacht worden. Schmeckt gut. Das ist mir irgendwie zu sauer so. Bisschen Imagefilme. Und? Zufrieden? Mhm. Ja. Sehr aber lecker. Muss mal, glaube ich, das hier. Ich bin eine Schmutzige, guck mal. Hat dich das Eis befriedigt? Noch nicht ganz eigentlich, aber macht mir Lust auf mehr. Und dich, bist du schon befriedigt? Nee, auch noch lange nicht. Ja, siehst du? Ich muss sagen, ich bin ja schon so ein Ungeduldiger. Ich zünde auch meistens den nackten Mann direkt. Echt? Ich zünde auch manchmal die nackte Frau oder so die oberkörperfreie Frau. Ja? Hast du noch nichts gesehen? Die habe ich du hast ja schon live alles gesehen. Ja, ich habe schon alles live gesehen. Ich zeig's dir auch so gerne. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Einfach hier. Wir machen ein bisschen... Der ist wirklich verrückt, ne? Imagefilme. Haben wir schon ein bisschen geil gemacht gerade. Alles schmeckt schon. Aber hätte ich gerade wirklich nicht kommen sehen. Ich komme, glaube ich, sehr, sehr tief mit meiner Zunge rein. Ja, bist du gut mit der Zunge? Mhm. Okay. So, meine Lieben, ich fahre... Eigentlich muss man ein Bingo machen nächste Mal. Ob sie Titten flasht. Nach Wuppertal, scheißegal, illegal und auf Fourbase. Ich war noch Folgendes für euch zu sehen. Nämlich ganz, ganz heißer Content mit der lieben Amalia. Also... Wer jetzt noch Fourbase jungfräulich ist, dann schaut euch jetzt mal bei mir auf Fourbase auf dem Profil mein Content an. Leute, alles lohnt sich. Also, viel Spaß dabei. So Leute, ich war hier. Ist das OF oder was? Fourbase? Was für ein Ding? Ja, haben wir unser Video. Hier, für die Klicks, Kalle, viel Spaß. Das wird ein Video. Immer wieder verrückt, sagen wir mal so. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, viel Spaß. Tschüssi.